Chantal? Natürlich. Weißt du was? Chantalle. Estefania. Ich mehr von und jetzt nicht ein. Jeremy ah. Pascal. Justin. Ja. Glenmann, ich habe hier 20 Destabilized Redstone Buckets. Warum musst du immer meinen Namen nennen? Keine Ahnung. Wieso? Ist das nicht dein Name? So ein Zwang, gegen den du nicht ankommst? Glenmann, wann wird denn das fertig hier? Wenn das Glas endlich fertig ist. Das ist ja schon fast fertig. Ich fange mal an, den zu befüllen. Tut ja nicht weh. Nein, der vorne doch. Ist doch noch gar nicht, der ist doch noch gar nicht zu da vorne. Ja, na dann fließt es halt raus, ist doch egal. Meinetwegen. Nee, kann aber ich denk, nicht. Aber denk, nein, wir müssen noch in die Mitte und dann fließt das runter. Ja. Soll ich einen Erdblock da unten reinmachen? Nein, da ist ja das Kabel, da kann es nicht dran vorbeifließen. Das Kabel nimmt einen ganzen Block Space. Alles vorbereitet. Ja, ist alles schon da. Wir können eigentlich gleich anfangen, umzusiedeln. Umzusatteln. Wie du willst. Ach, mir doch egal, leck mich. So. Ich will dich nicht lecken. Ich hab dich vorhin. Nicht? Du hast mich vorhin geleckt und hier gab's einen kleinen Pesti und jetzt ist er weg. Wo ist denn der? Ja, weiß ich doch nicht. Ist verschwunden. Ist kein Muttervater, ne? Vielleicht warst du ja auch der Vater. Ich hab den angepupst. Wie kannst du nur? Wie kannst du es wagen? Willst du es wirklich wissen? Ja, indem du Luft aus deinem Rektal öffnest. Ich hatte so viel Oxygen noch. Ja, nur tragisch, dass ein Furz kein Oxygen ist. Ja, Methanigen, so. Wir sind doch behindert, ey. So. Soll man nicht so oft sagen, es gibt Behinderte. Guck mal, wie viel behindert. Kohle hier noch drin ist. Hast nicht gesagt, ja. Du brauchst so viel Kohle? Du hast nicht ein Stack rausgenommen, die sind alle noch drin. Doch, ich habe 2 Stacks oder 3 rausgenommen. Guck mal, wie viel hier ist. Nein, ich guck jetzt nicht. Verschwendet 5 Diamanten und da braucht brauch nur 2 Kohle. Mehr Glas. Was brauchst du? Mehr Glas. Nein, ja, brauche ich nicht. Ja, aber es ist alles Quartz durchgegangen. Brauche ich nicht. So, gut. Warte. Kannst du deine Dings hier mal vorziehen? Nee, immer noch nicht, weil jetzt mein Inventar voll ist mit Destabilized Redstone. Ich würde sagen, wir bauen... Moment, ist alles geschlossen? Gut, den Controller hier hin. Ich leere jetzt mein Inventar mit dem Redstone, dann kann ich meine Powerplant verschieben. Ach Mann, jetzt habe ich doch ein Loch hier reingemacht. Ist doch egal. Oh, und ich hab das noch nicht mal. Wo ist denn das jetzt? Hast du das? Was denn? Irgendwo ist noch ein Reaktor. Ja, habe ich hier. Reaktorglas. Soll ich das zumachen wieder? Das, ja, unten rein, bitte. Ich wollte nur schon mal die Löcher machen für die Control Units und alles. Ja, das ist jetzt eine schlechte Idee. Mach doch ein Loch, wenn du es hast. Fällt aber gerade ein, wir müssen unten trotzdem noch mal ein Loch machen. Oder zumindest, das ist verdammt schlecht. Was? Wieso? Sicher, dass das fließen muss von oben? Hättest du nicht unten die erste Schicht befüllen müssen? Nee, das ist richtig so. Wenn man, wenn du dieses Gelid Cryothium benutzt, dann fließt das runter. Weißt du, das kann keine Säule bilden. Also wenn du das oben platzierst, dann fließt es runter und ist nur noch ein Block. Aber bei Redstone ist das nicht so, das reicht. Nee, hier ist, fließt es noch. Ja, aber das ist, ja, du verstehst nicht. Die Säule steht ja, aber Cryothium würde runterfließen und der obere Block würde verschwinden. Ich habe das schon verstanden, aber ich habe mich jetzt auf die Stelle hier vorne bezogen. Ja, ich habe ja auch noch 2 Eimer. Keine Ahnung, du standest da gerade so untätig, deswegen wollte ich dich nur dran erinnern. So, jetzt müsste alles still sein. Ja. Gut, habe ich richtig gezählt, gut. Ja, was denn? Ist doch schon mal ein Fortschritt. Wobei so, jetzt kann ich das hier wegnehmen. Man noch fließen. Ja, bitte, ich gehe auch auf Abstand. So, dann stelle ich das hier vorne hin. Da. Das nehme ich raus und... Pass auf, ich mache das Dach einfach aus Reactor-Casings. Nein. Was machst du? Was? Ach so, das Dach, ja. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt Glas nehmen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht geht und nur für die Seiten bestimmt ist. So, jetzt müssen wir den alten Reaktor rupfen. Ja. Und, ach, ja, ich brauche ein paar Casings noch. Und, ja, tut mir leid, wir müssen das jetzt einmal kaputt machen. Aber du hast hoffentlich, genug. Also, ja, es reicht hoffentlich. Ja. Du brauchst aber noch deine Fuel Rods. Achso, die hast du. Die sind da in dem alten Reaktor noch. Okay, na dann bau ihn ab. Auf gut Glück. Komplett abbauen.
Tu mal lieber ein paar Sachen raus, die du noch brauchst. Mach einfach. Okay, er ist kaputt. Eieiei. Eieiei. Übrigens, unser Uran wurde noch gar nicht verarbeitet. Da wird viel Treibstoff reinpassen. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Du hast den Boden kaputt gemacht. Warte, ich mach das. Ich mach das schon. Ja, Mann, jetzt sauge ich deine Ingredienzien hier auf. Krass, jetzt muss ich das bauen. Ja, ja, alles nicht. Guck mal, da noch dein... Warte, hier steht, fehlt noch der... Ach nee, das ist der Cyanide Reprocessor. Ist okay. Die Lorium-Rods hast hab ich. Du. Warte bitte. Dann hast ja, du aber auch den Reactor Power Tab. Jawohl. Genau, den musst du zuerst platzieren. Zack, ist platziert. Wie das aussieht, so. Ey. Wie denn? Wie ein arbeitender Mann sieht das aus. So, und jetzt kommt das Yalorium Fuel Rod. Was habe ich denn da hingeschmissen eben? Das Yalorium Fuel Rod. Hä? Warum? Die hatte ich doch eben in der Hand. Kannst du bitte jetzt bauen? Unser Strom geht zur Neige. Tut mir leid, ich ertrinke in Redstone. Uah. Kann nicht so schwer sein. Doch, ist schwer. Uah. Ich kann nämlich nur fliegen und bin unverwundbar. Weißt du, das ist schwer. Achso, das Ding habe ich? Ja. Und ich habe noch Casings. Huch. Was war das denn? Hast du hingeschmissen? Du hast schon wieder deine Casings... Mann, du hast deine Casings reingeschmissen. Ich habe sie nicht reingeschmissen. Ich habe doch... Ich habe... Mann. So, wo soll denn jetzt der... Pass auf, wir machen den Input und Output hier hin. Auf die Seite, würde ich sagen. Weil dann können wir direkt hier an das Pipe-System anschließen. Okay. Warte, platzierst du die? Dann können wir nämlich in der Akkordarbeit hier arbeiten. Das war ins Runtergefallen. Nein, ich habe beide. Nein, das war das Falsche. Wieso denn? Ich muss den nochmal rausnehmen. Das stimmt, das ist nicht mittig, wa? Na Gott. Hoffentlich ist das Glas nicht kaputt gegangen. Nein, das geht nicht kaputt, ich hab es. So. Ach doch, da ist es. So. Und da machen wir jetzt von mir aus Eject Waste Outlet Mode. Genau. So. Dann brauchen wir hier noch. Hier, guck mal, hier kann man wunderschön in der Mitte den Anschluss, den Anmacher machen. Du meinst hier? Den habe ich. Ja, den habe ich aber nicht. Doch, den habe ich. Ich habe gelogen. Ich will nicht immer lügen. Ich weiß nicht warum. Oh, und es ist. Oh yeah. Aber er hat noch kein Yalorium. Das muss irgendwo sein. Ja. Du hast es ja abgebaut. Irgendwo müssen ein paar Ingots sein. Warte, ich stopfe erstmal die Plutonium rein. Okay. Damit die einmal weg sind. Na, da wird viel reinpassen. Ich gehe mal ans MI-System. Oh, mal gucken. Wir gucken gleich, wie viel er produziert. Na, wir haben 200 Yalorium. Warte mal, ich tue das erstmal rein. So. Okay, ein halber Stack ungefähr passt rein. Oh. Und Treibstoff. Gut, na dann Power. Na, mach schon. Er geht hoch. 2, 3... 4. Mehr als 5 wäre schlecht. Da müssen wir ihn drosseln, wegen den Kabeln. Er pendelt sich gerade ein. Wunderbar. 4, 6. So super. Ja, 4. Ja, vielleicht geht er auf 4, 6, 5 vielleicht. Nee, 4, 6, 1. Wunderbar. Aber das wird wahrscheinlich erstmal reichen die nächste Zeit. Ja. Ansonsten müssen wir bessere Kabel bauen. Er ist schön kühl, unter 1000 Grad. Mhm. Den gebe ich jetzt erstmal noch die Speed-Upgrades in die Dings. Alter, guck dir mal an. Was denn jetzt? Wie viele Nullen sind das? Warte mal. 1 Million, 10 Millionen Redstone-Flux-Speicher? Warte mal. Ja, das ist aber normal tatsächlich. Aber der wird doch größer, oder nicht? Also nee, der wird nicht größer. Der ist nicht variabel, aus irgendeinem Grund. Ja, schade. Das hätte man auch machen können. Du kannst ja jede Menge Dings wieder anschließen, ne? Capacitor-Banks. Du kannst auch einen ganzen Speicher aus Capacitor-Banks noch anschließen. Ach so, ja, sicher. Klar. So, die bekommt jetzt erstmal ihre 8 Speed-Upgrades. Und dann braucht sie noch 8 Energy-Upgrades. Ansonsten sind wir alle sehr unglücklich, weil der 55.000 Redstone-Flux-Potik braucht. Das wollen wir ja nicht. Ich bin ein bisschen stolz auf den Reaktor. Feiner Reaktor. Vor allem, wir müssen den... Der steigt ja proportional. Wenn wir den eine Ebene höher bauen, dann haben wir 5 Fuel-Rods mehr drin. Ja. Das ist krass.
Das heißt, wir haben ein Drittel mehr Stromerzeugnis, wenn das. Ja, wir haben jetzt 10 Stück drin, also 5 mal 2, genau, 10 Stück haben wir drin. Und dann machen wir 15 raus. Dann haben wir einen Gewinn von 50%. Ist doch toll. Ist das richtig geil? Aber Ja, ne? ich weiß nicht. Ich musste gerade Redstone zählen. Scheiß Mathe, ey. Ja, aber ist doch schon mal was. So, der wird jetzt hier aufgerüstet. Der hat jetzt seine Speed-Upgrades, der kriegt gleich seine Energy-Upgrades. Und dann ist die Smelting Factory wahrscheinlich schneller als der Pulverizer. Ja, und ich denke, dann haben wir auch einiges geschafft. Sind jetzt auch schon wieder fast 3,5 Stunden. Denk dran, ne, wenn du asynchron wirst, nimm doch mal lieber eine halbe Stunde auf, anstatt drei. Nein, danke. Das sind aber Pro-Tipps. Das sind Arschtipps. Was sind denn Arschi-Tipps? Ja, sowas. Aber das ist auch eine. Etablierte Community? Eine Quelle. Etablierte Quelle. Nein, nein, nein. Eine zuverlässige Quelle. Nein, das auch nicht. Warum nicht? Nicht Was mal hast du eine dagegen? gute Quelle. Das ist überhaupt gar keine Quelle. Nur weil irgendwer was sagt, ist es doch keine Quelle. Eine Quelle muss schon irgendwie richtig sein. Man muss nur Schwachsinn von nützlichen Dingen unterscheiden können. Oh, unsere Elite Smelting Factory läuft jetzt auf Hochtouren. Und stabil? Ja. Sie Oh, bekommt aber das will ich sehen. noch mehr Energy Upgrades. Sie hat erst 4. Sie bekommt Das noch heißt, 8 die ist weitere. trotzdem. Ja, trotzdem reicht es vom Strom. Boah, die kriegt 172 Kilo Redstone Flux. Ja. Nee. Nee, 4000. Die benimmt gerade Nein, so aber viel. sie verbraucht aber fast. Er ist zu spät zum Rechnen. Warte, So. ich mach das jetzt, ich mach das jetzt weniger. Guck mal, jetzt braucht sie schon nur noch 2,5 und nicht mehr 4. Sie bekommt noch 2 Speed-Upgrades. Ja, wir müssen aber. Dann brauchst du, glaube ich, glatte 2000. Nee, Mal ein bisschen es den. waren weniger sogar. Ja, es geht. Was müssen wir weniger? Was? Ne, ich gucke gerade, wie schnell der Tank sich hier verbraucht vom. Also, Jellurium sich verbraucht. Das, ey, selbst mit meinem großen Reaktor, das hält sehr lange, wirklich. Also da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Das hält sehr lange. Das ist jenseits von allem, was gut und böse ist. Das hält wirklich lange. Oh yeah! So, wir haben jetzt 10-fache Effizienz und er verbraucht 200 Redstone Flux pro Tick. Oder 1400. Das ist lächerlich wenig. Geil, geil, geil. Endlich kommt das hier mal in Fahrt. Ja. Aber jetzt läuft es richtig. Und guck mal in die verdammte Gold Chest. In die Diamond Chest hier. Für unsere Ores. Holy shit. Ja. Und ich habe noch ein Reactor Glass und 8 Casings. Donnerwetter. Da nehme ich mir erstmal eine Lammkeule drauf. Und ich habe meine Kartoffeln wieder weggepackt. Das wollte ich wieder nicht. Da nehme ich mir eine Lammkeule drauf. Oh, was denn Hier. jetzt? Oh, guck mal. Die Elite Smelting Factory ist schneller als der Pulverizer. Siehst du das? Was ist das denn für ein Lappenpulverizer? Der ist erst reinforced. Der muss noch auf Resonant kommen. Resonant. Und dann Ja. kriegt er das hin? Nee, ich glaube, dann ist er immer noch langsamer. Habe ich in Pesti Inc. schon, der ist immer noch langsamer dann. Wäre es da nicht effizienter, zwei von denen zu bauen? Könnte man machen. Aber Aber nicht brauchen mehr wir jetzt. nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir solche Massen irgendwann nochmal haben werden. Meine, an Gold haben wir jetzt schon 3000. Und Iron, wie gesagt, 18.000. Ja, das ist das, Ja. was wir am meisten haben. Wir haben Cobblestone weniger als Gold und Iron. Und unser MI-System ist auslastungstechnisch noch gut dabei. Ja, es ist schon erstaunlich, wie gut es alles aushält. Wir Ja, haben guck mal. 18.000 Iron. Manche, die letzten beiden sind noch gar nicht voll, die letzten drei. Nee. Da ist noch nichts drin. Cool. Läuft. Gut, läuft bei dir. Dann denke ich Wieso bei mal, uns? wie auch immer. Das Teamarbeit. Nächstes So Mal, harmonisch kann das sein. dann können wir nächstes Mal mehr Dimensionen erstellen. Ja, wir haben uns auch nur zwei, dreimal getötet. Ich Schon wieder erinnere mich vergessen, schon ne? Schon wieder. wieder vergessen, wie oft wir uns getötet haben, diese Dimension. Diese Aufnahme. Diese Dimension. So, dann können wir auch mal anfangen, hier die Kabelscheiße wegzumachen. Ja, und die ganzen Immersive Engineering Maschinen, wie ich dir gesagt hatte. Dann kannst du dein Dingens neu aufbauen hier, zum Teil. Nicht wahr? Was? Na, Mann. Verstehst du nicht? Nein. Ich will noch mal kurz gucken, ob ich jetzt mein.
ob ich noch ein Stück von meiner Red Matter Armor bauen kann. Und dann, dann ist gut. Dann schicke ich, schick ich die Powerplant nochmal auf die Reise für die nächste Episode, dass er mir mehr EMC herstellt. Auf die Reise? Ist doch jetzt egal. So, ich will Dark Matter haben. Hier geben wir alles Aeternalis Fuel rein, das wir haben. Und alle Mobius Fuel Blocks, die wir haben. Yeah, das wird im Leben nicht reichen. Ich bitte nur noch um ein wenig Geduld. Glamour, wie war dein Tag so? Hör auf zu klingeln, sonst fuck ich dich ab. Das schaffst du nicht, ich bin unzerstörbar. Egal. Erzähl mal einen Schlag. Warum? Nein. Ich höre es hier knistern. Was brennt hier schon wieder? Warum brennt es hier? Kennst du das nicht mit dem Kot vor der Tür und um Feuer? Und ja, welcher Film war denn das? Wo die einen Scheißhaufen in einer Papiertüte angezündet haben. Weißt du, das braucht dir gar nicht leid tun. Das tut dir nämlich nicht leid. Das weiß ich nämlich. Das tut mir verdammt leid. Ich habe nur 20 Dark Matter, das reicht nie im Leben. Aber weißt du, was gut ist? Ich kann die ganzen Löcher hier flicken. Es knistert jetzt ein bisschen, aber wir haben so viel geflickt hier vorne mit Cobblestone, ich kann das einfach elegant... Oh. Hm? Nichts, ich dachte, ich hätte was abgebaut, aber dem ist nicht so. Warum hast du schon wieder O gesagt? Jetzt sag ich immer aus Reflex, genauso wie du A sagst. Was redest du denn? Nicht? Tu ich doch gar nicht. A. A? B? Nein. Nein. Nein, mach ich nicht. Ich schreie nie aus Reflex. Was soll das? Wer macht denn sowas? Ja, Mobius Fuel? A Chemical Coal? Was weiß ich. Kohle? Warum hat denn der jetzt Kohle? Ich will doch Dark Matter. So. Hm. So, Dark Matter. Ich gebe noch diese 28 Mobius Fuel. Das ist ja gar nichts. Ist wirklich gar nichts. Egal, ich werde dir noch ein Setup machen für das nächste Mal. Warum brennt hier überall der Boden? Hörst du jetzt warum mal auf? Brennt der Baum da? Was links für ein Baum? Hinter dir. Warum? Ich weiß nicht warum. Dir ist schon klar, dass wir hier eine Biodiesel- und Ethanol-Farm haben, ne? Das ist nicht gut mit Feuer, das verträgt sich nicht so gut. Meinst du? Hier ist Pflanzenöl und da ist Ethanol und da hinten ist Biodiesel. Das brennt alles ziemlich gut. Haben wir irgendwo haben wir das irgendwo in einem Tank? Nee. Haben wir nicht. Ohne irgendwelche Zwischenräume. Nur die Refinery und der Diesel Generator, die beide für den Arsch sind. Das tut mir leid, aber die einfachen etablierten Sachen sind tatsächlich einfacher und etablierter. Ja. So, in diesem Sinne, ich bin einfach, du bist etabliert. Ich bin etabibliert. Etabibliotiert. Bibliocraft. Bibliocraft. Oh, was? Gut, ne? So. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.